herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Du bist in Gottes Hand. Sein Schutz ist um dich herum und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das lesen wir auch in Römer 8, Vers 38 und 39. Niemand wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist wunderbar. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute das Thema die feste Verbindung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Die feste Verbindung. Und Isolde hat gerade diesen Vers vorgelesen, den ich nochmal vorlesen möchte. Römer 8, 38, 39. Niemand wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Heutzutage ist so viel Spaltung und Trennung. Gerade in den Social Medias, in Facebook und so weiter, da tun selbst die Christen Meinungen verbreiten und der andere sagt, wenn du so denkst, dann kann ich nicht mehr mit dir und so weiter und so fort. Es ist so viel Zoff unterwegs, selbstgemachter Zoff. Und da kommt doch sowas hinein, so ein Bibelvers, wie so ein Friede hinein. Niemand wird uns scheiden können von der Liebe Gottes. Niemand. Kein irgendwie ein Post oder keine Meldung oder irgendwo kein Abstand. So viele nehmen nicht nur den Abstand von 1,50 Meter, sondern nehmen auch Abstand von Personen. Mit dem kann ich nimmer, mit der kann ich nimmer und so weiter. Ich möchte dir sagen, Gott kann immer mit dir. Niemand wird uns scheiden von der Liebe Gottes. Egal was passiert, niemand wird dich scheiden von der Liebe Gottes. Auch wenn du einen Fehler gemacht hast, sagst, oh mein Gott, den kannst du mir nicht vergeben. Doch, er vergibt dir, wenn du krank bist. Niemand kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Wenn du in Not bist, niemand kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Danke, Herr. Herr, dass wir diese Zusicherung haben. Und Herr, dass uns niemand trennen kann von dir, von deiner Liebe. Und lass uns deine Liebe erleben. Gerade in dieser Zeit, die so speziell ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und weil Gottes Liebe so groß ist, möchte er auch dir helfen. Und auch heute wollen wir wieder beten. Und da schreibt uns eine Frau auf WhatsApp: Ich habe ein Gebetsanliegen. Es geht um unsere Enkeltochter. Seit 3 Wochen ist sie krankgeschrieben. Kein Arzt weiß, was die Ursache ist. Unter ihren unteren Augenlidern ist ein dicker feuerroter Streifen. Sie fühlt sich sehr schwach und hat starke Kopfschmerzen. Keiner weiß mehr weiter. Hier kann nur Jesus helfen. So bitten wir um Gebetsunterstützung. Ja, und da, wo menschliches Wissen aufhört, da fängt Jesus an. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch dieses Problem kennst und diese Enkeltochter kennst. Und du weißt auch die Ursache, wo dieser feuerrote Streifen herkommt. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Heilungskraft stärker ist, wie alles, was in ihrem Leib nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass deine Heilungskraft fließt und dass diese Enkeltochter vollkommen gesund ist. Und ich danke dir, dass da, wo niemand weiter weiß, da du anfängst. Und wir danken dir dafür, für dein Eingreifen und für deinen Sieg. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihre Tochter um Gebet. Bitte um Heilung von einer gutartigen Geschwulst im Gehirn meiner Tochter. Dieses Gewächs drückt seit Jahren auf eine Drüse im Gehirn. Das Geschwür ist zwar nicht gewachsen, aber ich bitte um Heilung von der Geschwulst im Namen Jesus. Danke. Ja, und im Namen Jesus bitten wir. Und der Name Jesus ist größer als jede Geschwulst und als jeder Virus und als jede Krankheit und als alles. Und wir danken dir, Jesus, dass deine Macht größer ist und dass diese Geschwulst austrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dieser Kopf wieder in Ordnung ist, dieses Gehirn wieder in Ordnung ist und keinerlei
Nebenwirkungen mehr sind, auch in der Drüse nicht. Danke, Jesus, dass du stärker bist wie jede Geschwulst, ob sie gut oder bösartig ist. Und wir danken dir, Jesus, dass diese Geschwulst, diese Zellen austrocknen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Gebetsanliegen haben wir wegen Augenkrankheiten. Meine Mutter hat eine Augenkrankheit, wo sie immer mehr das Augenlicht verliert. Sie bekommt ab nächsten Monat Spritzen, um es aufzuhalten. Bitte betet für sie. Und Daniel wird es tun. Ja, gerne. Danke, Herr, dass du jetzt auch ganz, ganz nahe bist dieser Frau. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch die Sorge kennst, Herr, blind zu werden. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich zu dieser Krankheit einen Stopp ausrufen dürfen in deinem Namen, Jesu. Danke, Herr. Herr, aber nicht nur ein Stopp, sondern du bist der Gott, der da heilt. Berühre du diese Frau in wunderbarer Weise, die Augen, berühre du sie. Und danke, Herr, dass wir dich bitten dürfen für ein komplett neues Sehvermögen, Herr. In ganz wunderbaren Dimensionen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und da bittet jemand für einen kleinen Jungen. Liebe Freunde, ich bitte um Gebet für einen kleinen Jungen, der vorige Woche eine Herz-OP hatte und noch auf der Intensivstation liegt. Bitte betet für ihn. Danke. Ja, Herr, danke, Herr, dass du auch diesen kleinen Jungen berührst, dass er von der Intensivstation runterkommt und, Herr, alles gut wird. Ich danke dir dafür für eine ganz schnelle Heilung und eine Heilung, Herr, die fürs ganze Leben hält, Herr, dass nicht immer wieder nachoperiert werden muss beim Wachsen und was auch alles. Ich danke dir dafür, Herr, schenke du wunderbar diesem Kind, Herr, auch deinen Frieden und deine Liebe, Herr. Ich danke dir dafür, für komplette Heilung. Amen. Amen. Und viele Menschen erleben auch Gottes Eingreifen und Gottes Wirken. Und ein Mann schreibt uns Folgendes. Meine Frau hatte Anfang April 2020 eine komplizierte Hüftprothesenfraktur nach einem Sturz. Nach 5 Wochen Reha war noch kein schmerzfreies Laufen möglich. Wir danken Gott, dass er auch mit euren Gebeten nach vielen Monaten jetzt schmerzfreies Laufen möglich gemacht hat. Wie wunderbar. Und eine Großmutter schreibt, Gott hat mir mein Wunder geschenkt. Mit meiner Tochter hatten wir seit 5 Jahren keinen Kontakt. Gestern haben wir zusammen mit der ganzen Familie fröhlich und glücklich den 5. Geburtstag meiner Enkeltochter gefeiert. Danke, Jesus, und euch für die unaufhörlichen Gebete. Wie wunderbar, wenn sich eine Situation so verändert. Und Blasenschwäche ist weg, schreibt eine Frau. Ich erfahre immer wieder neue Kraft Gottes. Jetzt habe ich dies wieder erlebt. Meine Blasenschwäche ist weg. Danke, Jesus. Und eine Frau aus Norddeutschland schreibt Folgendes. Nachdem ich euch mein Gebetsanliegen übergeben habe, bin ich von weiteren Schwindelanfällen geheilt. Ich lobe und danke Gott für die Erhörung. Wie wunderbar, wie Gott Gebete hört. Du darfst uns immer gerne schreiben, aber schreib uns auch wirklich, was du erlebt hast. Wie Gott bei dir eingegriffen hat. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und nun der Tipp des Tages. Ich hatte es am Anfang mit Trennungen. In dieser Zeit gibt es so viele Trennungen aus irgendwelchem Zoff oder ich mag den nicht mehr oder der mag mich nicht mehr und so weiter. Nimm mal die ganzen Trennungsschmerzen, die ganze Trennungsschmerzen. Du hast bestimmt, ja, es tut mir so weh, dass ich nicht mehr mit dem kann, mit jenem kann. Bring sie jetzt gerade vor Gott. Bring sie jetzt gerade vor Gott. Er möchte dir in seiner Liebe begegnen. Danke, Herr, dass du jetzt auch gerade da reinkommst in jeden Trennungsschmerz. Ich danke dir dafür, Herr, dass wieder, Herr, Heilung geschieht, Verbindung geschieht, Herr, dass die Trennung, Herr, wir wieder aufheben dürfen in deinem Namen Jesu, dass Friede und Vergebung auch hineinkommt.
Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Und du darfst uns weiter deine Anliegen schicken und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Letztes Wochenende hatten wir ja die Online-Konferenz mit Colin Urquhart. Und diese Konferenz ist jetzt in allen Medien in unserem Shop zu haben, also CD, DVDs, aber auch die Downloads, USB-Sticks. Gönne dir das. Das ist wirklich ein Segen. Schau dir es an, hör dir es an, lebe es und du wirst ein ganz anderes Leben leben. Und dann noch eine Sache. Unser neues Magazin ist da. Schau es dir an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.